Und willkommen zu einem. Ach, ist das dein Ernst? Das ist nichts in meinem Briefkasten. Willkommen zurück zu Animal Crossing Let's Go to the City. Wir können aber eigentlich schon direkt wieder aufhören. Oder Keks? Oh, er hat irgendwie keinen Bock, mit mir nochmal über seinen Auszug zu reden. Ja, dann spule ich mal ein bisschen vor. Tolle Sache. Ja, sag mal, will der mich verarschen? Gibt es heute keine Post mehr, David? Ist doch scheiße. Ich glaube, ich weiß jetzt, warum er ausziehen will. Irgendwie hat er Er hat irgendwie Angst, hier zu sterben. Deswegen will er schnell umziehen. Na gut. Der Tag meines Umzugs rückt näher und näher. Geh nicht! Also wenn du das so sagst, dann will ich wohl doch nicht mehr wegziehen. Wenn dir so viel daran gelegen ist, dann sage ich meinen Umzug einfach wieder ab, hey man. Wir haben es geschafft. Jetzt nochmal herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing Let's Go to the City. Keks haben wir überzeugt, umzuziehen. Aber den Peter müssen wir jetzt irgendwie mal überzeugen zu arbeiten. Na toll. Ja. ich bin noch zwei, dreimal reingegangen. Gestern, am Freitag, dem 1. Ne, dem 2. war es, ne? 2. Juni, genau. Weil ich dachte, ja, die Briefe werden ja bald ankommen. Nix. Es sind immer noch keine Briefe da. Es ist 8 Uhr morgens am 3. Juni. Und es ist nichts passiert. Keine Briefe da. Ich habe echt keine Ahnung, wann der überhaupt zustellt, aber ja, ich hoffe mal, dass das bald passiert, weil ich brauche doch meine Möbel und eventuell auch Früchte und alles. Und das geht doch nicht. Können die doch nicht machen hier. Ja gut, ich werde gleich wahrscheinlich nochmal ein bisschen vorspulen, weil ich will diesen Tag eigentlich nur spielen, wenn ich dann auch wirklich was machen kann. Ich meine, ich kann angeln. Gut, aber es regnet und ich weiß nicht. Wir könnten versuchen, gerade weil es regnet, vielleicht einen Quastenflosser zu fangen, aber ja, die Chancen, das zu tun, sind relativ gering. Und dazu kommt eben, dass Nuke ja noch zu hat. Der hat erst ab 9 auf. Das heißt, sollten wir jetzt hier Stuff angeln, bringt uns das. Also, die Wahrscheinlichkeit, hier was Neues zu fangen, ist halt eh recht gering. Und wenn dann die Taschen voll sind, dann müssen wir halt entweder was wegwerfen oder warten. Das ist auch Kacke. Also beide Optionen. Habe ich jetzt nicht so Lust drauf. Oder wir fangen halt doch erstmal an, einfach so umzubauen. Ich weiß es nicht. Alle Optionen sind irgendwie doof. Ich habe jetzt nämlich eigentlich keine Lust vorzuspulen. Können wir übrigens mal sehen, was passiert hier, ne? Öffnungszeiten haben wir gerade ganz kurz gesehen, 9 bis 21 Uhr. Steht dann einfach dran von wegen, ey, ich hab zu, du Sack. Komm später wieder. Das werden wir dann auch tun, aber wie gesagt, ich werde dann wahrscheinlich nicht warten. Ich habe halt eigentlich damit gerechnet, dass wir um 8 schon die Post bekommen und habe mir halt so gedacht, ja gut, stellst du auf 8 oder 9? Ich stelle mal lieber auf 8, weil ich weiß nicht, wann er dann wieder zuliefert. Vielleicht liefert er auch echt nur einmal am Tag. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht sehr zufrieden mit dem Kollegen. Aber wir können jetzt mal das Fossil direkt abgeben. Bei einem wahrscheinlich noch relativ wachen Eugen. Waren auch noch nie nachts da, ne, und haben Fossil abgegeben. Also sie haben ihn noch nie wirklich direkt wach gesehen, glaube ich. Wäre eigentlich auch mal eine Erfahrung wert. Die eine Palme hier wächst weiter. Die andere hat noch keine neuen Kokosnüsse. Wahrscheinlich nach 3 Tagen. Also vielleicht morgen oder übermorgen dann. Und ich will ja fleißig weiter pflanzen. Und ich will auch die ganzen. Ich will auf jeden Fall die Pfirsichbäume loswerden. Ob ich die jetzt wirklich durch normale Bäume oder durch 1 zu 1 durch Fruchtbäume ersetze, das weiß ich noch nicht. Also durch andere Früchte. Durch eben Birnen, Orangen und Kirschen. Wobei Kirschen auch schon relativ viele hier sind. Aber die Pfirsiche gehen halt gar nicht. Vor allem ist es auch noch der Baum, den ich am hässlichsten finde von denen. Also, ne? Ich weiß nicht. Bin's auch kein Pfirsich-Fan. Nicht nur, dass ich die nicht besonders schön finde, die sind auch von denen, die hier sind, von den Früchten, wahrscheinlich die Frucht, die ich am wenigsten essen würde.
Naja, was auch immer. Die Sache mit Keks ist auf jeden Fall sehr schön, dass er jetzt bei mir bleiben will. Auch wenn ich mich schon ein bisschen damit abgefunden habe, weil... Das hatte ich ja vor ein paar Parts thematisiert mit diesem FOMO und so, Fear of Missing Out und sowas. Und da ist er bei mir generell jetzt so ein bisschen, wo ich mal so ein bisschen Gedanken gemacht habe. Da schwingt halt auch generell mit, dass ich nicht mehr so... Ich sag mal, nicht mehr so klammere. Ich... kann halt besser loslassen. Und das ist auch eigentlich hier bei sowas jetzt der Fall. Ich spule jetzt einfach mal vor. Mal gucken. Ob dann um... Ich spule jetzt einfach mal auf 10 vor, guck mal, ob da Post da ist. Wenn nicht, dann richte ich jetzt einfach mein Haus ein, weil dann habe ich keinen Bock mehr zu warten. Dann kann der mich mal. Der Peter. Ne, es regnet, da liefere ich doch nicht aus. Voller Sack. Wir werden heute natürlich auch noch KK hören, klar, logisch. Samstag. Aber, ja. Wie gesagt, ich kann einfach auch sowas hier bei Keks, ich meine, es ist halt mein Lieblingscharakter. Ich würde ihn halt einfach gerne in der Stadt haben, weil das macht meine Stadt halt noch ein bisschen cooler. Ist nicht so, dass ich jetzt Bock habe, jeden Tag mit dem zu reden oder sowas, aber es ist einfach cool, dass er da ist. Es ist cool, damit ich sagen kann, ey, guck mal meine Stadt, hey, guck mal, da ist sogar Keks. Ist mein Lieblingsbewohner und hier ist er und das ist voll cool und so und wir haben auf jeden Fall Post, das ist schön. Es ist halt einfach so ein Vorzeigeding von wegen so, ey, guck mal, ich hab den Sack, ne? Und finde ich geil. Aber eben gerade, weil ich jetzt nicht täglich mit ihm reden würde, wäre es mir auch eigentlich... Es wäre mir nicht egal, aber es wäre nicht allzu schlimm. So, jetzt habe ich erstmal die Bewohnerbrief hier bekommen und danach von Tom Nook. Ergo... Mir werden wahrscheinlich immer noch ein paar Items fehlen, aber das ist mir jetzt auch egal. Ich werde jetzt gleich einrichten. Ich werde jetzt gleich sowas von einrichten. Ich hole mir noch gerade den letzten ab. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal ins Trockene. Und lesen uns mal die Briefe durch und hoffen, dass vielleicht ein Apfel dabei ist. Das wäre toll. Ich kann mir aber vorstellen, es sind bestimmt Früchte dabei, aber wenn, dann bestimmt eher welche, die wir schon haben. Also alles bis auf einen Apfel. Ich kann es mir gut vorstellen. Ach gut, hier ist erstmal vom Mutant Tommy. Das Designer-Sofa, genau. Da würde ich halt gucken, ob ich das Sofa nehme oder das Designer-Sofa. Vielleicht nehme ich sogar beide. Weiß ich nicht. Das Designer-Sofa passt irgendwie schon rein, aber nicht mit den Holzmöbeln so gut. Ne? Vielleicht eine separate Ecke. Mal schauen. Und noch einer war vom Tom. Der hier. Da ist der Schwimmteich drin. Auch so ein Item, wo ich nicht sicher bin. Ich würde den Schwimmteich unglaublich gern irgendwohin haben, in irgendeinem Raum. Ich weiß nur noch nicht, in welchen. Vielleicht hier rein, vielleicht hier auch nicht. Keine Ahnung. Werden wir alles ergründen. Wir gucken jetzt erstmal in die Briefe. Wie habe ich denn Sandra gesprochen? Ich habe keine Ahnung. Aber eigentlich schreiben die eh alle dasselbe. Eigentlich wollte ich es dir persönlich geben, aber ich konnte nicht warten, ob es dir gefallen wird. Ja, ja. Ich glaube, ich lese sie nicht mehr vor. Nicht erschrecken. Das sind eigentlich auch nur so Alibi-Texte. Hat eigentlich echt nichts damit zu tun, was da drin steht. Also was da angehangen wurde als Geschenk. Aber gut. Ja, ja, ein Brief und ein Geschenk am selben Tag und du hast mich überzeugt, jetzt da zu bleiben. Sehr cool, ne? Alter, was hat denn... Junge, Gerald, was geht mit dir ab mit dem Papier? Ich hab ihm so ein edles Papier geschickt und der schickt mir einfach ein Blümchenpapier zurück, der... Ich kann es ja nicht glauben. Okido. Apollo. Irgend so ein Fischpapier. Was? Es sieht dir ähnlich, so etwas zu schenken. Okay. Apollo scheint die Frucht nicht besonders gut gefallen zu haben. So, schauen wir mal rein. Ein Pfirsich. Ja, danke. Wahrscheinlich... Habe ich Sandra auch in Pfirsich geschickt. Und sie schickt mir einfach zurück. Ein Apfel! Manu, du bist super. Manu, du bist einfach toll. Genau deswegen will ich dich in der Stadt behalten. Wir haben einen Apfel. Hervorragend. Hervorragend. Und noch ein Apfel von... Wer war denn der nächste jetzt hier nicht hier? Ja, fuck. Ich hätte mal ein bisschen aufpassen müssen. Was von wem kommt. Eine Orange, kann man auch gut gebrauchen, haben wir ja noch nicht so viele von. Ein Siebener, ein Vierer-Outfit. Ich meine,
Ich bin noch ein bisschen aufgeregt. Eine Kokosnuss, auch die ist super. Also man sieht schon, einfach Früchte dranhängen an die Briefe und man kriegt verdammt viele Früchte zurück. Ob es jetzt wirklich was mit dem gib mir Früchte oder gib mir Obst zu tun hat im Brief, möchte ich halt wirklich nicht beurteilen. Aber wir haben jetzt einfach von 6 Leuten, wir haben 8 Leute angeschrieben, von 6 Leuten haben wir Obst zurückbekommen. Und von 2 sogar das Obst, was noch gefehlt hat. Das finde ich richtig toll. So, das Outfit passt sogar irgendwie ein bisschen. Ich stelle das mal hier hin. Vielleicht werde ich das mal anziehen. Ich finde die Zahlen-Outfits zwar eigentlich mega hässlich, aber das Lila steht mir gerade irgendwie ein bisschen. So, dann haben wir noch das Funky-Outfit, das kenne ich sogar. Sieht mit der Brille und dem Haarschnitt passt irgendwie alles ganz gut. Also da sieht eigentlich nicht so richtig scheiße aus. Aber ich werde es erstmal verkaufen, ich will das jetzt nicht haben. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wo pflanzen wir die beiden? Die beste Idee wäre halt eigentlich, das mache ich immer so, beziehungsweise versuche ich eigentlich immer so zu machen. Und für sich esse ich jetzt einfach mal. Haben wir eh zu viel von. Ich versuche es halt eigentlich immer so zu machen, wenn wir eine Frucht nur sehr selten haben, dass ich einen, das wollte ich jetzt gar nicht machen, dass ich einen Baum, der schon existiert, fälle und halt da diese Frucht einpflanze. So ein 1:1 Ersatz. Weil damit ist halt gegeben, dass der Baum auf jeden Fall wächst. Beziehungsweise, ja, also eigentlich sollte er zu 100% wachsen. Gibt zwar vielleicht irgendwelche anderen Einflussfaktoren noch, die ich dabei vergesse, aber im Regelfall sollte da dann was wachsen. Weil da ist ja bereits was gewachsen. Ne? Würde ich den jetzt natürlich hier hinpflanzen, da wo schon mal einer eingegangen ist, schon zweimal, wäre das natürlich relativ dumm. Aber egal, wo ich den einpflanze, kann ich mir halt nie hundertprozentig sicher sein, ob da wirklich was wächst. Auch wenn es feldtechnisch gegeben sein sollte, dass da was wachsen kann, ist das nie eine Garantie dafür. Deswegen gehe ich bei sowas lieber auf Nummer sicher. Haben wir jetzt hier einen Apfel und dann werde ich wahrscheinlich noch einfach hier einen Apfel hinpflanzen. So. Wunderbar. Die Pfirsiche werde ich irgendwann anders aufheben, glaube ich. Und wir können jetzt auch direkt noch die Orange irgendwo pflanzen. Ich wollte ja die ganzen Pfirsichbäume sowieso mal austauschen. Ich glaube, hier mache ich einen Orangenbaum draus. Ich gehe auch immer den völlig umständlichen Weg, ne? Ja, super. Die liegen direkt nebeneinander. Ich habe es nur irgendwie bis jetzt nicht verstanden. Okay. So, die beiden Kokosnüsse werden wir auch direkt vergraben. Vielleicht sind sogar schon welche neu nachgewachsen unten. Und damit haben wir jetzt alle Früchte in unserer Stadt. Das finde ich richtig, richtig geil. Das war ja noch so ein kleiner Makel auf meiner Liste hier. Jetzt müsste ich halt nur mal... Hier habe ich ewig nicht nachgeguckt, ob hier... Ist hier schon was verdorrt? Wobei, kann eigentlich gar nicht. Es hat jetzt jeden Tag geregnet. Das ist das Positive. Und ich habe auch... Ja, ich bin jetzt so oft rein und rausgegangen. Deswegen dachte ich so, nee, aber ich bin ja eigentlich gerade mal jetzt... Den letzten Tag habe ich jetzt halt nicht alle gegossen. Aber da hat es halt noch geregnet, während ich einmal drin war. Das reicht ja. Schon komplett verwirrt hier. Nee, leider noch nichts gewachsen. Dann würde ich aber vorschlagen, werden wir einfach hier noch 2 hinpflanzen. Die sollten eigentlich beide... Okay, der ist vielleicht ein bisschen an einem Schild dran. Die beiden sollten aber eigentlich nicht zu nah aneinander sein. Das sollte möglich sein. Vergraben wir sie mal. Schauen, was draus wird. Genug Wasser haben sie auf jeden Fall. Finde ich aber eigentlich ganz praktisch, dass man die Bäume nie gießen muss. Also die Setzlinge, man muss sie nie gießen, die wachsen von alleine. Das würde ich auch safe vergessen. Finde ich sehr gut, dass man das hier nicht machen muss. In Animal Crossing. Jetzt habe ich meine Reihenfolge wieder durcheinander gebracht. Egal. Geruiden, den Spaß hatten wir lange nicht mehr. Irgendwie liegen hier auch überall für sich herum. Ja gut, die hier liegen glaube ich rum, weil ich hier halt, die hatte ich für Bäume platziert, damit ich halt wusste, okay, da sollten noch Bäume hin, aber das habe ich ja irgendwie nicht weiter realisiert. Ich glaube, da hatte ich auch teilweise nicht mehr genug normale Baumsetzlinge. Das hier ist auch immer noch richtig schade, dass hier nichts wachsen kann. Ich würde aber eigentlich ganz gerne direkt am Stadttor, wäre das ganz cool, so eine kleine Ausstellung machen. Ich gehe gerade einfach mal ganz spontan am Meer entlang.
Vielleicht sehen wir einen riesigen Schatten und haben die Chance, einen Quastenflosser zu fangen. Ist halt unwahrscheinlich, aber wäre sau cool. Worauf wollte ich hinaus? Jedes Mal. Achso, ja. Das hatte ich in Yulief nämlich mal gemacht. Habe ich, glaube ich, nach dem Welcome Amiibo Update verworfen. Weil da dann Cleo, glaube ich, hingezogen ist. Oder Looper. Eine von beiden. Da hatte ich das nämlich immer direkt neben dem Bahnhof, dass ich eine kleine Reihe von Bäumen hatte, wo halt jeder Baum eine andere Frucht hatte. Damit man halt direkt sehen konnte, ey, diese Früchte wachsen in meiner Stadt. Das fand ich irgendwie ganz cool und das könnte man auf jeden Fall auch oben realisieren. Links vom Stadttor ist ja noch eine Menge Platz. Und da ist ein relativ großer Fisch, das wird aber nur ein Seebarsch sein, da bin ich mir eigentlich recht sicher. Aber die müssen wir sowieso erstmal fangen, damit wir das wissen. Seebarsche sind halt leider so fett. Die irritieren häufig. Oder verwirren, oder was weiß ich. Ja. Es wäre auch einfach, es wäre nicht fair gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal geangelt habe. Bei Regen. Aber man sieht auch. Ach, wir haben auch schon einen Quasten. Okay, gut. Wir haben schon einen Quastenflosser. Okay. Nee, aber man sieht auch schon, wir haben schon eine ganze Menge Fische. Ist bestimmt schon über die Hälfte. Also, finde ich gut. Das finde ich gut. Da müssen wir uns auch gar nicht mehr um Quastenflosser kümmern. Dann ist Regen irrelevant. Also ich meine, klar, der bringt glaube ich irgendwie auch 12.000, 15.000 so in der Richtung, wenn man den verkauft. Aber ja, dafür sich die Mühe zu machen, den zu suchen. Also bei Regen, extra bei Regen zu angeln, weil sonst kommt der nicht. Aber muss dann auch nicht sein. Das ist es dann nicht wert. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte verkaufen. Das ist, glaube ich, auch einer der häufigsten Sätze, den man in meinem Let's Play hören sollte. Was wollte ich denn jetzt machen? Zu Recht. Ja, gerade in Animal Crossing kann man einfach so viel machen, dass man es ganz gerne mal vergisst. Ah, Liebling, ich habe dir schon gesucht, yo. Dir würde es doch sicher nichts ausmachen, ein kleines Geschenk für mich abzugeben, oder? Ja, machen wir mal. Ja, du würdest mir echt helfen. Bitte sehr, bring das bitte zu Apollo, yo. Zeitlimit? Ja, ist nicht dringend, aber ja, am besten so bis 18 Uhr. Wie spät ist es? Oh, ist gerade mal 10. Okay. Haben wir noch eine Menge Zeit. Das ist gut. Weniger gut ist, dass ich halt noch nicht alle Items von meiner Lieferung habe. Ich werde jetzt gleich trotzdem anfangen, einfach mal meinen Raum zu designen. Oder? Naja, gut. Wir haben jetzt halt... Gute Frage, ob ich das machen sollte, weil wir haben jetzt halt sowieso schon wieder einen Part fast rum und dann könnte ich den Part eigentlich beenden. Könnte noch kurz schnell vorspulen und noch einen KK-Song anhören, den wir jetzt hier noch in diesen Part reinquetschen. Ist das was für... Das Ding würde ich eigentlich... Ja, aber das wird dann wieder... Ein Mahjong-Tisch, ja, das wäre dann halt wieder... Ich kaufe den einfach mal. Vielleicht packe ich den noch mit in den Keller. Ich weiß es noch nicht. Oder vielleicht auch woanders hin. Dass ich mal so eine kleine Zocker-Arena da mache irgendwo. Ein Zockerkeller, irgendwie so ein Shit. Ich überlege mal was. Die passt jetzt, glaube ich, nicht so gut da rein. Eher so eine Küche. Yo, 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 yo. Ich glaube, dann mache ich das nämlich so. Mal hören wir noch einen KK-Song. Und dann spielen wir weiter am Sonntag. Und dann werden wir auch die restlichen Briefe haben. Dann stelle ich mindestens mal auf 10 Uhr. Morgens, damit wir dann auch wirklich sicher gehen können. Heute kamen sie halt um 10 hier. Dass wir dann alle Briefe erhalten haben. Wir sollten jetzt auch keine... Wir sollten nicht mehr als 10 weitere Briefe jetzt noch bekommen. Wir haben ja jetzt insgesamt 12, glaube ich, bekommen. Von Tom Nook schon. Wie gesagt, also mehr als 20 Items habe ich auf keinen Fall bestellt. Sage ich jetzt. Ja, genau. Dann geben wir noch gerade das Geschenk an Apollo ab. Also suchen den mal. Und dann hören wir noch einen KK-Song. Ich weiß spontan noch nicht, was ich da hören möchte. Das können wir noch ausgraben. Vielleicht ein Fossil mal wieder. Jawohl. Das können wir dann direkt noch analysieren lassen. Und wir kommen wieder vom Hölzchen auf Stöckchen. Und der Part dauert doch wieder deutlich länger, als ich eigentlich dachte. Ja, aber dann haben wir wieder das Problem mit den anderen Charakteren. Naja, was soll's.
Ich überlege mir, wie ich das mache. Ich glaube, ich hole mir einfach Songs. Ich höre sie mir quasi an. Ich werde das auch aufnehmen, was ich mir angehört habe. Aber im Endeffekt, ja. Das ist Sandra, das ist nicht Apollo. Ich glaube, der ist zu Hause. Naja. Gehe jetzt halt nochmal am Strand lang. Es wäre halt cool, alles so onscreen zu zeigen, aber. Wenn man jetzt unbedingt ein Lied in der KK-Version, in der Live-Version hören will, kann man das auch googeln. Ich werde mir Songs einfach besorgen und dann werde ich euch jetzt aber trotzdem immer einen Live-Auftritt weiterhin mit meinem Charakter zeigen. Suche ich mir mal das coolste Lied aus, das wir noch nicht haben. So, Apollo. Wir haben noch was für dich. Hallo, Liebling. Was führst du im Schilde? Hey, man. Ich führe nichts im Schilde, sondern mit mir. Vielleicht ein Schilde. Ich weiß es nicht. Hier, bitteschön. Der hat die gleiche Tapete wie ich und fast sogar den gleichen Boden. Also, ich hatte mir überlegt, auch diesen Boden zu nehmen. Das ist der Orient. Oder nee, das ist noch was an. Das ist, glaube ich, noch was anderes, oder? Naja. Manu will mir was schenken. Also, das ist ja wohl ihre Art, mir zu zeigen, dass sie mir verzeiht. Sieh mal einer an, ein Club-Outfit. Ha. Manu hatte das also tatsächlich ernst gemeint. Wirklich ein Wunder, dass sie sich noch an unsere Wette erinnert hat. Dann wollen wir es mal anprobieren, Heyman. Manu kennt mich langsam zu gut. Ich darf nicht so berechenbar sein, Heyman. Ich glaube, das ist eigentlich nur so ein Kreuz, also so eine Spielkarte-Kreuz. Aber den Stängel unten sieht man gar nicht, weil er so eine breite Brust hat. Deswegen sieht es wirklich ein bisschen so aus wie so ein Club-Logo. Hat was. Auf jeden Fall besser als dieses komische Design-Outfit, was er da getragen hat. Was eigentlich auch wieder wahrscheinlich aus der Schneiderei ist, wo ich es einfach noch nicht geändert habe. Glaube ich. Schöner Sepper. Wir haben hier, glaube ich, Manu getroffen, ne? Da oben ist er. Sehr gut. Hallo. Geschafft. Danke, dass du das Geschenk so schnell an Apollo abgegeben hast. Also, nun zu dem, was ich wirklich hören will. Hat es ihm denn gefallen? Na, yo? Ja, ich würde schon sagen. Oh, wirklich? Und noch ein Beweis mehr, was ich für einen überlegenen Sinn für Stil habe, yo. Ah ja, zu deiner Belohnung. Bitte sehr, ein Holzsofa, yo. Warum nicht? Du hattest sicherlich schrecklich viel Mühe, Liebling. Aber es war für einen guten Zweck. So musste ich es nicht selbst erledigen, yo. Ja, also, ich habe mir tatsächlich relativ viel Mühe gemacht, weil ich nicht geguckt habe, ob er zu Hause ist. Das hätte die Sache vereinfacht. Aber was soll's. Ich verabschiede mich schon mal an der Stelle. Wir werden jetzt noch einen KK-Song hören, wenn ihr dann Bock darauf habt. Ich melde mich schon mal ab und wir sehen uns am Sonntagmorgen wieder in einem neuen Part. Bis dahin. Tschüss. Oh, me, oh, oh, not quick, not oh, me. Quick, 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 oh, quick.
Oh, me, oh, me, oh, oh, nah, quick, nah, oh, me, quick, quick.